Dann rufe ich den Tagesordnungspunkt 3 auf, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie jetzt wirklich um Aufmerksamkeit bitten. Ich rufe Tagesordnungspunkt 3, die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Landesblindengeld auf, Drucksache 19/4467. Die vereinbarte Redezeit beträgt 7:30 Minuten, und für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Roth das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In der Vorbereitung auf diesen Gesetzesänderungsantrag haben wir, die Kollegin Dr. Sommer und ich, eine Kleine Anfrage an die Landesregierung gerichtet mit Datum 15. Juli 2016, wo wir ein paar Zahlen und ein paar Bedingungen abgefragt haben, die der Minister uns dann sehr ausführlich beantwortet hat. Außerdem liegt vor die Kleine Anfrage des Kollegen Rock vom 7.2.17. Es geht um die gleiche Fragestellung und um es einzugrenzen, konkret in Hessen um 30 Personen, um mal so anzufangen, die von diesem Gesetz oder von dieser Gesetzesänderung betroffen sind. 30 Personen, die wir Taubblinde nennen. Bisher wurde das so geführt, Blinde und Gehörlose, und dann gab es die 30, für die beides zutrifft. Mittlerweile wissen wir aber, dass Taubblind oder Taubblindheit eine Behinderung ist, die mehr ist, und wenn man sich damit beschäftigt, wird einem das sehr bewusst, mehr ist als die Summe von Blindheit und Taubheit. Während die einen, beispielsweise die Gehörlosen, vieles von ihrem Handicap ausgleichen können, dadurch, dass sie mit Augen wahrnehmen oder umgekehrt, ist genau dieser Gruppe dies nun überhaupt nicht möglich. Sie sind in ihrem Alltag noch einmal viel deutlicher eingeschränkt als die Gruppen, die ich eben genannt habe. Taubblindheit ist der Begriff, den Betroffene weltweit als Bezeichnung für ihr eigenes Handicap, für ihre spezielle Behinderung propagieren. Taubblindheit wurde 2004 vom Europäischen Parlament als Behinderung eigener Art anerkannt. Und Taubblindheit ist nach Auffassung des Bundesteilhabegesetzes, das mittlerweile verabschiedet ist, auch ein fester Bestandteil, auch eine feste Terminologie. Konkret: Wir haben bei diesem Gesetzentwurf folgenden Passus eingeführt bei dem zurzeit gültigen Gesetz, einen einzigen Satz sozusagen: Leistungsberechtigte Personen nach § 2, die taubblind sind, erhalten jeweils den doppelten Betrag nach Absatz 1. Taubblind ist ein blinder Mensch im Sinne von Satz 1 mit vollständigem Hörverlust oder an Taubheit grenzender Schwerhörigkeit. Eine an Taubheit grenzende Schwerhörigkeit liegt bei einem Hörverlust von mindestens 80% vor. Dabei haben wir uns an den Sätzen und den Graden orientiert, die derzeit in unserem Land Gültigkeit haben. Und wir schlagen vor, dass diese Menschen den doppelten Satz des Landesblindengeldes bekommen. Derzeit
beträgt das Landesblindengeld monatlich 586,26 €. Diesen Preis verdoppelt mal 30 kommen wir im Jahr auf eine Summe von 210.000 € an Mehraufwendungen, die beim Landeswohlfahrtsverband anfallen. Aber wenn der Landeswohlfahrtsverband auszahlen will, diese Summe, oder dass Menschen überhaupt die Möglichkeit haben, den Antrag zu stellen, muss es diesen gesetzlichen Rahmen geben. Und deshalb haben wir nur diesen einen einzigen Punkt jetzt in die Änderung mit aufgenommen, nur diesen einen, damit möglichst schnell die Auszahlung dieses doppelten Satzes möglich ist. Dass darüber hinaus im Zusammenhang mit Bundesteilhabegesetz, dass in dem Zusammenhang auch noch das ein oder andere mit Aktionsplan, der angekündigt ist für 2017 von der Landesregierung, zu klären ist, das haben wir draußen vorgelassen. Darüber wird man dann, wenn der Text der Landesregierung vorliegt, gesondert reden. Aber der Punkt war uns aus dem Gespräch mit den Betroffenen so wichtig, dass wir ihn vorziehen. Und wir bitten um Zustimmung, wenn wir in der Ausschussberatung bzw. in der Gesetzesberatung sind, dass sich möglichst alle Fraktionen diesem konkreten Vorhaben anschließen. Herzlichen Dank. Danke, Herr Roth. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Reul das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Aufgrund der im Rahmen des zweiten Pflegestärkungsgesetzes zum 01.01. dieses Jahres ist im SGB XI ein Wechsel von bisher 3 Pflegestufen zu 5 Pflegegraden vorgesehen. Neben der Einführung eines neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffes macht eine Anpassung der Anrechnungsvorschrift vom Pflegegeld auf das Blindengeld nach dem Landesblindengesetz erforderlich. Blinde Menschen sollen durch die Anpassung finanziell nicht schlechter gestellt werden. Blinden Menschen soll durch den Systemwechsel im SGB XI kein finanzieller Nachteil entstehen. Eine nach dem aktuellen Gesetzeswortlaut zwangsläufige Kürzung des monatlichen Zahlbetrages des Blindengeldes nach den bisherigen höheren Anrechnungssätzen sollte möglichst verhindert werden. Die Personengruppen der Gehörlosen und Taubblinden, der Herr Kollege Roth hat dazu einiges ausgeführt, erhalten wie auch die von anderen Behinderungsgraden Betroffenen über das Integrationsamt, die Eingliederungshilfe, das SGB IX oder auch über das SGB XI Leistungen, um die durch ihre Behinderung entstehenden besonderen Nachteile zu kompensieren und ihnen die Teilhabe und Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und im Beruf zu ermöglichen. Jede Ausweitung des Landesblindengeldes auf einzelne Behindertengruppen, das müssen wir gemeinsam bedenken, zöge natürlich auch weitere Forderungen nach sich, z.B. von geistig Behinderten oder schwerst Mehrfachbehinderten. Deshalb ist dieser Vorschlag, den die SPD-Fraktion und Kollege Roth unterbreitet hat, dann in der Ausschussberatung sehr genau zu prüfen. Das Gesetz, das Landesblindengeldgesetz, soll unter Berücksichtigung des Pflegestärkungsgesetzes Teil 2 weiterentwickelt und in die Regelung des § 109 SGB XII aufgenommen werden. Mit der geplanten Neuregelung ist im Wesentlichen beabsichtigt, den Systemwechsel im SGB XI von 3 Pflegestufen in die wie vorhin angeführten 5 Pflegegrade dann weiterzuentwickeln. Nach dem § 5 Landesblindengeldgesetz werden die Leistungen der Pflegeversicherung bei häuslicher Pflege auf das Blindengeld angerechnet. Dabei sind in den verschiedenen Stufen folgende Anrechnungen. Das Blindengeld wird bei Bezug von Pflegegeld der Stufe 1 um 60% des Pflegegeldes gekürzt und bei Bezug von Pflegegeld der Stufen 2 und 3 um jeweils 40% des Pflegegeldes gekürzt. Die genauen Beträge kann man an dieser Stelle nachlesen. Pflegeleistungen der privaten Pflegeversicherung oder auch nach beamtenrechtlichen Vorschriften werden im gleichen Umfang
ebenso angerechnet. Nach dem Pflegestärkungsgesetz II werden zum 01.01. dieses Jahres die bislang im SGB XI geltenden 3 Pflegestufen durch diese 5 Pflegegrade ersetzt. Und deshalb sollten wir uns gemeinsam dann im Ausschuss die Gedanken machen, wie wir dann in den einzelnen Bereichen und den Pflegegraden dort argumentieren und dann auch die einzelnen Sätze im Zweifelsfall anpassen und festsetzen. Durch die Anrechnung der Leistungen der Pflegeversicherung und neue Anrechnungsbeträge in den neuen oder verschiedenen Pflegegraden ist es bei der Weiterentwicklung des Landesblindengesetzes unbedingt eine Anpassung notwendig. Die Leistungen aus dem Landesblindengeld sollen unabhängig von den Zahlungen des Pflegegeldes nach den jeweiligen Pflegegraden in unveränderter Höhe zur Verfügung gestellt werden. Deshalb macht der Wechsel von Pflegestufen zu Pflegegraden und eine Anpassung des Landesblindengeldgesetzes unbedingt erforderlich. Um bei steigendem Pflegegeld den monatlichen Zahlbetrag des Blindengeldes ungefähr identisch halten zu können, müssen die bisher im Gesetz vorgesehenen prozentualen Kürzungsbeträge beim Blindengeld reduziert und angepasst werden. Deshalb, lieber Herr Kollege Roth, Sie haben ja den Gesetzesvorschlag der SPD-Fraktion eingebracht, den wir im Ausschuss gemeinsam diskutieren sollten. Und wir sollten aber auch, Sie sind etwas schneller zur Zeit gewesen als der Entwurf, der im Moment in der Regierungsanhörung ist zum Landesblindengeldgesetz, wenn dieser Entwurf dann auch uns allen gemeinsam zur Verfügung steht, glaube ich, werden wir eine gemeinsame Diskussionsgrundlage haben, an der wir dann weiterarbeiten können. Ich habe es erwähnt, Sie haben eine Gruppe besonders herausgegriffen. Wir müssen an dieser Stelle gemeinsam auch schauen, was ist mit anderen Gruppen, wie sind entweder dort Erfordernisse und weitere Ansprüche. Wir wecken natürlich, wenn wir eine Gruppe herausgreifen, weitere Bedarfe bei anderen Gruppen. Dies ist vollkommen klar. Deshalb sind wir gemeinsam sehr gespannt, wenn der Gesetzentwurf zum Landesblindengeldgesetz vorliegt, wie wir dann gemeinsam in einer Anhörung uns vereinbaren. Deshalb bitte ich Sie an dieser Stelle noch etwas um Geduld, sodass wir uns dann gemeinsam in der Ausschussberatung sinnvoll und an den blinden oder behinderten Menschen gemeinsam orientiert damit beschäftigen können. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Herr Reul. Wir beraten ganz geduldig weiter mit Herrn Rock von der FDP-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben heute einen Gesetzentwurf zur Diskussion, der jetzt nicht überraschend kommt. Es ist etwas überraschend, dass er aus der Opposition kommt. Aber dass das Landesblindengeld zur Debatte steht, ist nicht überraschend. Herr Reul hat ja auch darauf hingewiesen, wir haben Anpassungsbedarf. Und es ist auch so, dass sowohl die Verbände mit uns diskutiert haben, wir haben unter den Obleuten auch schon mit dem Minister über dieses Thema gesprochen. Und ich fand den Ton, den der Kollege Reul hier reingebracht hat in die Debatte, sehr angemessen und angenehm, weil ich glaube, es besteht Anpassungsbedarf. Es ist ja auch schon signalisiert worden, dass die bisherige Regelung des Landesblindengeldes nicht schlechter gestellt werden soll. Das ist schon einmal ein wichtiger Schritt. Und die Frage, wendet man sich dem Thema Blinde und Gehörlose zu, ist die Frage, die eigentlich noch offen im Raum steht und die SPD in ihrem Gesetzentwurf jetzt aufgegriffen hat. Und ich möchte das noch einmal bestärken, was hier ja auch schon vom Kollegen Roth gesagt worden ist. Blindheit und Gehörlosigkeit sind in Kombination eine deutlich stärkere Einschränkung als jede dieser Behinderungen allein. Und es ist oft so, und wir kennen das ja aus der politischen Debatte in vielen Bereichen, wenn die Gruppe, die betroffen ist, sehr klein ist, dann fällt sie manchmal durchs Raster. Wir haben vielleicht deutschlandweit mit 8.000 bis 9.000 Personen zu tun, deutschlandweit, und in Hessen geschätzt, wir haben ja jetzt ganz konkret die Zahl nicht, mit rund 30 Personen zu tun. Es ist jetzt keine politisch signifikante Gruppe. Und dass wir uns mit einer solchen Gruppe in dieser Größe
im Hessischen Landtag beschäftigen. Und dass das auch keiner irgendwie überraschend findet, liegt einfach in der massiven Beeinträchtigung dieser Person, dieser Menschen. Und darum wird auch meine Fraktion, oder begrüße ich das und meine Fraktion auch, dass die SPD jetzt den Stein ins Wasser geworfen hat, weil die Frage, wann reagiert die Landesregierung auf dieses Thema, ja hin und her geschoben ist. Und jetzt könnte man, wenn man es politisch zuspitzen möchte, sagen, jetzt ist die Opposition wieder zu schnell, sonst sagt man, sie ist vielleicht zu langsam. Aber ich glaube, und da möchte ich mich dem Ton von Kollegen Reul anschließen, hier geht es um eine besonders betroffene Gruppe, der wir mit Augenmaß begegnen sollten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass meine Fraktion bei diesen höchst betroffenen Gruppe sehr wohl der Meinung sein wird, dass man hier etwas tun sollte. Und natürlich wäre es eigentlich schöner, wir müssten nicht Landesgesetze dafür haben, sondern wir hätten eine bundeseinheitliche Regelung. Wer sich mit dem Thema ein bisschen länger auseinandersetzt, seit 2013 ist das ja sozusagen als Gruppe auch mal deutlich herausgearbeitet worden. Es gibt entsprechend auch wissenschaftliche Gutachten und Statistiken. Und trotzdem ist es so, dass zum Beispiel bei der Frage der Assistenz für diese Gruppe, dass dort zum Beispiel nur, jedenfalls nach unserer Recherche, erst in zwei Bundesländern die Krankenkassen entsprechende Leistungsverträge auch abgeschlossen haben. Also es ist wirklich sehr schade, dass wir hier nicht sozusagen bundesweit eine Lösung haben finden können. Aber wie gesagt, es geht um eine ganz kleine Gruppe von Menschen, die höchst betroffen ist. Und da sollten wir zumindest in Hessen schauen, ob wir es leisten können, für diese Gruppe adäquat eine Unterstützung hinzubekommen. Und das ist uns allen klar, nicht im Streit gelingen, sondern nur, wenn wir hier eine vernünftige Lösung mit Augenmaß finden. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Für die Linksfraktion hat sich Frau Schott zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich finde es schon erstaunlich, dass wir hier darüber debattieren, dass wir eine Anpassung brauchen aufgrund bundesgesetzlicher Lage darüber, dass sich die Menschen mit einer Blindheit hier am Ende des Tages nicht schlechter stehen. Das ist aber doch eine Ebene, um die es hier tatsächlich gar nicht geht, sondern es geht um die Ebene, dass wir Menschen haben, die von zwei Behinderungen betroffen sind, und zwar zwei Behinderungen, die nicht einfach additiv zu betrachten sind, sondern die Menschen, die blind sind, kompensieren ihre Blindheit zu einem erheblichen Teil über ihr Gehör. Sie orientieren sich über Geräusche, sie orientieren sich über Sprache und Ansprache. Umgekehrt, die Gehörlosen kompensieren über das Sehen und kommen auf diese Weise im Leben zurecht. Wenn beide Möglichkeiten der Kommunikation mit der Umwelt und die Wahrnehmung der Umwelt entfallen, macht es das Individuum extrem hilflos. Stellen Sie sich einen Moment lang vor, Sie könnten nicht Zeichensprache lesen, wenn Sie nicht hören können, und Sie könnten nicht sehen und nicht hören. Wem das nicht besonders gut gelingt, dem empfehle ich die Lektüre von Hannah Greens Roman »Bevor du liebst«. Und wer die 6,50 Euro nicht ausgeben mag, kann sich gerne mein Exemplar ausleihen. Das lohnt sich allemal, weil man ein sehr deutliches Bild vom reduzierten und sehr, sehr komplizierten Leben dieser Menschen gewinnt. Und wir reden hier darüber, dass wir diesen Menschen, die für fast alles im Leben Hilfestellung brauchen, eine finanzielle Möglichkeit geben wollen, diesen Menschen, dass sie sich mehr Hilfestellung einkaufen können, als es ihnen bisher möglich ist. Darüber reden wir, nicht über eine veränderte Gesetzeslage, die aus Berlin kommt. Und wir reden darüber im Ausschuss und in anderen Zusammenhängen seit Jahren. Das ist ja kein neues Thema. Und es könnte längst erledigt sein. Und dass wir diese Debatte hier führen, dass wir die Debatte darum führen, ob wir die Lebensqualität von 30 Menschen in diesem Lande, die extremst reduziert ist, ein ganz kleines bisschen verbessern können durch einen Geldbetrag, der diesen Landeshaushalt nicht, aber auch gar nicht belastet. Das finde ich
eher schade. Ich habe eigentlich gedacht, wir könnten diesen Gesetzentwurf hier heute einbringen, morgen eine Ausschusssitzung machen und am Donnerstag beschließen. Das hätte ich eine gute Lösung gefunden. Danke, Frau Schott. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich Frau Erfurth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist immer gut, wenn sich auch der Hessische Landtag mit Menschen in dieser Gesellschaft beschäftigt, die es nicht so gut haben wie die meisten von uns und die auch der Unterstützung bedürfen. Frau Schott, Sie haben hier sehr eindringlich geschildert, wie es wohl blinden, gehörlosen und auch taubblinden Menschen gehen kann und muss. Das, finde ich, ist auch eine richtige Herangehensweise, zu schauen, wie muss man unterstützen und wo muss man unterstützen. Aber der Schluss, den Sie gezogen haben, dass die Erhöhung oder die von der SPD vorgeschlagene Erhöhung des Taubblindengeldes hätte nichts oder dass das Blindengeldes auch die Ausdehnung auf taubblinde Menschen hätte nichts damit zu tun, wie sich auf der Bundesebene die gesetzlichen Grundlagen verändern, der stimmt so nicht, weil auch das wissen Sie aus den Diskussionen, ist tatsächlich so ist, wie auch der Kollege Reul vorgetragen hat, durch die Änderung der Pflegestufen, die wir ja alle kennen, diese drei Pflegestufen in Pflegegrade, ergeben sich Veränderungen, die sich auf das Blindengeld auswirken. Und Sie konnten aus der Antwort auf die Kleine Anfrage, die dem Kollegen Rock gegeben wurde, ja entnehmen, dass die Landesregierung sehr bald ein Gesetz einbringen wird zur Änderung des Landesblindengeldgesetzes. Und ich glaube, wir sparen uns auch viel Arbeit, wenn wir beide Sachen zusammenwerfen. Und ich finde, wir sollten im Ausschuss dann auch eine gemeinsame Beratung und gemeinsame Anhörung machen, damit wir alle Dinge zusammentragen. Und natürlich ist es ja so, dass Menschen, die blind sind, bekommen in Hessen ein recht ordentliches Blindengeld im Bundesvergleich. Das ist im Bundesvergleich, im Vergleich der Bundesländer, sind wir im oberen Bereich. Und von daher ist es natürlich eine Aussage, wenn wir sagen, wir wollen nicht, dass blinde Menschen sich unter Einbeziehung des Pflegegeldes nachher schlechter stellen. Und genau das wollen wir ja auch versuchen zu erreichen. Und es gibt für alle Menschen, die Hilfebedarf haben, auch Eingliederungshilfen. Und da müssen wir gemeinsam diskutieren, wo sind die unterschiedlichen Bedarfe, wo muss man gezielt unterstützen und wie kriegen wir das hin. Und ich finde, das muss man gemeinsam in einen Beratungsbereich einwerfen. Und deshalb glaube ich, dass es gut ist, wenn wir das im Sozialausschuss gemeinsam beraten und wenn die Kolleginnen und Kollegen von der SPD auch mit uns gemeinsam zustimmen würden, dass wir das in einem Beratungsgang machen. Ich glaube, dann ersparen wir uns Arbeit, und wir kriegen alle Informationen an einen Tisch. Und das wäre, glaube ich, ein gutes Herangehen. Ich danke Ihnen. Danke, Frau Erfurth. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Grüttner das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will erst einmal zum Verfahren noch einmal das sagen, was ich bereits im Ausschuss gesagt habe. Ich habe im Ausschuss den Obleuten berichtet, dass es einen Entwurf der Landesregierung zur Änderung des Landesblindengeldes gibt, in der Form, dass die Anpassung der in der Zwischenzeit Veränderungen von Pflegestufen auf Pflegegrade ist, dass dieser Gesetzentwurf als Regierungsentwurf kommen wird, deshalb nicht zum 01.01., sondern wahrscheinlich zum 31.03. rückwirkend. Und insofern befinden wir uns momentan im Verfahren. Und an der Stelle wird, wenn ich sehe, dass die Regierungsanhörung fertig ist, bald im Rahmen des Kabinetts eine entsprechende Vorlage vorlegen. Ich will mich aber jetzt nicht auf zwei Wochen festlegen an dieser Stelle, weil ich nicht weiß, welche Anregungen an dem Punkt noch kommen. Insofern, wir sind in dem Verfahren. Und natürlich spielte auch im Vorfeld, und das haben ja auch die Antworten auf die beiden Kleinen Anfragen gezeigt, die besondere Rolle von Taubblinden einen wichtigen Punkt in der Erörterung der auch vorzunehmenden Änderungen im gesetzlichen Bereich.
Und in der Tat, und da ist die Situationsbeschreibung natürlich vollkommen korrekt, ist die Beeinträchtigung als Taubblinder mit anderen Beeinträchtigungen wenig gleichzusetzen. Das führt ja bis hin in der Fragestellung des Schwerbehindertenrechts zu der Situation, dass es sozusagen drei Merkmale innerhalb eines Schwerbehindertenausweises gibt, weil mit TBI, also taubblind, alleine nicht entsprechende Regelungen im übergeordneten gesetzlichen Bereich, ich sage jetzt mal einfach im Steuerbereich, vergolten werden, die es für Blinde und für Taube gibt, sodass eben das Merkzeichen GL für gehörlos und BL für blind noch zu TBI dazukommt, um die besondere Stellung auch an der Stelle zu verdeutlichen. Und damit einher gehen natürlich auch besondere Unterstützungsleistungen für einen in der Tat kleinen Personenkreis. Und ich denke, bei der Diskussion um die Fragestellung der Beeinträchtigungen, dieses, brauchen wir uns, glaube ich, nicht gegenseitig versuchen zu überzeugen, wie schwerwiegend das ist, sondern es ist letztendlich, glaube ich, ein auch übergreifendes Anerkenntnis und uneingeschränktes Anerkenntnis, dass taubblinde Menschen einen besonderen Unterstützungsbedarf haben im Alltag. Die Frage, um die es sich handelt, ist, wie wird dieser Unterstützungsbedarf auch tatsächlich umgesetzt? Und darüber müssen wir uns auseinandersetzen. Ist der Unterstützungsbedarf ausschließlich durch die Fragestellung einer Geldleistung gegeben, die im Rahmen einer landesgesetzlichen Regelung erfolgen kann, in einer Höhe, die der Landesgesetzgeber festlegen kann? Der Gesetzentwurf der SPD nennt dieses. Oder sind es auch im Zuge gerade der aktuellen Diskussion über das Bundesteilhabegesetz nicht auch eine spannende Diskussion, inwiefern Leistungen, die tatsächlich dann Teilhabe ermöglichen und auf einer anderen Art und Weise gewährt werden können als durch Geldleistungen, dem besonderen Unterstützungsbedarf dieser Personengruppe dann auch Rechnung tragen. Und sie beginnen halt, und diese Leistungen gewinnen halt insbesondere vor dem Hintergrund der mit den besonderen Leistungen zur selbstbestimmten Lebensführung von Menschen mit Behinderungen verbundenen Zielsetzungen, die es nämlich ermöglichen sollen, individuelle Lebensführung sowie Förderung gleichberechtigter Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auch umzusetzen. Genau das ist die entscheidende Frage. Und deswegen ist eben immer die entscheidende Frage, wie setze ich Hilfestellungen an? Setze ich sie durch Geldleistungen an oder setze ich sie auch durch Leistungen im Hinblick auf die Fragestellung von besonderen Assistenzen an? Und deswegen wird die Diskussion um den Gesetzentwurf der SPD, und möglicherweise kann man sich ja, wenn ich im Ausschuss auch noch einmal sage, wie die Zeiträume sind, die genauen, ich habe es jetzt in der Tat nicht hundertprozentig parat, was den Gesetzentwurf der Landesregierung anbelangt, die Beratungen auch in Form von Anhörungen mit harmonisieren und die Fragen gemeinsam erörtern, auch bei denjenigen, die natürlich auch entsprechende Merkzeichen haben, aber gar keine Geldleistungen kommen, wie das im Verhältnis zu dieser Personengruppe mit Einschränkungen dann und Behinderungen zu werten ist, gemeinsam auf eine Diskussion begeben. Das ist an dieser Stelle, sage ich, das Ringen um den richtigen Weg im Hinblick der Hilfestellungen auf eine Personengruppe, die einen besonderen Bedarf hat. Und diesen kann man meines Erachtens außerhalb der politischen Streitkultur machen. Aber nein, ich habe auch das nicht gemerkt, dass es hier politisch streitbefangen gewesen ist. Ich glaube auch nicht, dass Sie das meinem Wortbeitrag jetzt entnehmen, sondern dass es eine Fragestellung des Ringens nach dem richtigen Weg ist, wie solche Unterstützungsleistungen gewährt werden können. Und dieser Gesetzentwurf und möglicherweise der Gesetzentwurf der Landesregierung kann dann eine Grundlage für die entsprechenden Beratungen bilden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Grüttner. Wir sind am Ende der ersten Lesung, Drucksache 19/4467, angelangt und überweisen den Gesetzentwurf zur weiteren Vorbereitung in den SIA.